Ernie Mac, Tui Chung, Sage Stallone. Diese und weitere Schauspieler sind leider viel zu früh von uns gegangen. Bleibt dran, um herauszufinden, welche Schauspieler bereits verstorben sind, ohne dass ihr es wusstet. Ernie Mac, einer der The Original Kings of Comedy Schauspieler neben Cedric the Entertainer, D.L. Hughley und Steve Harvey, baute seine äußerst erfolgreiche Karriere durch eine Stand-Up-Routine auf, die stark von Richard Pryor beeinflusst war. Das ist an und für sich nicht ungewöhnlich, allerdings nutzte Mac diesen Eckpfeiler, um eine Präsenz und einen Stil zu entwickeln, die einzigartig und ihm eigen sind. I never watch what somebody else does. It does not matter. Bernie Mac gotta do his thing. Diese harte Arbeit zahlte sich in Hollywood mit einer Reihe von hochkarätigen Rollen aus. Viele kennen Mac vielleicht als Ice Cubes Nachbar Pastor Clever in dem Film Friday. Später spielte er in Drei Engel für Charlie, Volle Power, Ocean's 11, Transformers und vielen anderen Filmen mit. Außerdem war er Hauptdarsteller einer Sitcom mit dem Titel The Bernie Mac Show, die lose auf seinen eigenen Erfahrungen basierte. In seinen letzten Lebensjahren litt Mac an Sarkoidose, die seine Lunge stark in Mitleidenschaft zog, und er erlag am 9. August 2008 im Alter von 50 Jahren den Komplikationen einer Lungenentzündung. Harold Ramis war 69 Jahre alt, als er 2014 an einer Autoimmunkrankheit verstarb. Das mag für viele Filmfans, die ihn in den 80er Jahren in Klassikern wie Ich glaub mich knutscht ein Elch, Schöne Bescherung und Ghostbusters gesehen haben, eine Überraschung gewesen sein. Als talentierter Regisseur und Drehbuchautor, der häufig in einigen der größten Komödienhits des Jahrzehnts mitwirkte, trug Ramis Talent hinter den Kulissen unter anderem dazu bei, dass wir Und täglich grüßt das Murmeltier und Wahnsinn ohne Handicap sehen konnten. Tatsächlich wechselte er im Laufe seiner Karriere immer wieder zwischen den beiden Seiten der Kamera hin und her und schrieb sowohl an den Ghostbusters-Filmen als auch an Ich glaub mich knutscht ein Elch mit. Obwohl nur wenige Fans wussten, dass er krank war, kämpfte Ramis jahrelang mit den Nebenwirkungen seiner Infektion. Nachdem er 2010 an einer autoimmunentzündlichen Vaskulitis erkrankt war, musste er das Laufen wieder neu erlernen und erlitt im folgenden Jahr einen Rückfall. Seinen letzten Auftritt auf der Leinwand hatte er 2009 in der Komödie Year One. Richard Harris, der eine jahrzehntelange Karriere auf der Bühne und auf der Leinwand hinter sich hat, erhielt seine wohl bekannteste Rolle erst spät in seiner Karriere, nämlich in der Harry Potter Filmreihe. In zwei seiner letzten Auftritte auf der Leinwand spielte Harris den geliebten Schulleiter von Harry Potter, Albus Dumbledore, in den ersten beiden Teilen der Blockbuster-Filmreihe Der Stein der Weisen und Die Kammer des Schreckens. Obwohl er für Generationen von Potter-Fans immer Dumbledore sein wird, hat Harris auch außerhalb von Hogwarts eine Reihe von beeindruckenden Leistungen und Auszeichnungen vorzuweisen. Er war ein erfolgreicher Sänger, Schauspieler, Regisseur, Autor, Produzent und Songwriter, der für seine Arbeit an 15 verschiedenen Alben und mehr als 70 Filmen, darunter Camelot, Die Kanonen von Navarone, Gullivers Reisen, Die Stunde der Patrioten, Erbarmungslos, Gladiator und Monte Cristo mit einem Grammy und einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Nachdem bei ihm die Hodgkin-Krankheit diagnostiziert worden war, starb Harris am 25. Oktober 2002 im Alter von 72 Jahren. Heather O'Rourke, die vor allem durch ihre Rolle der jungen Carol Ann aus dem Film Poltergeist bekannt wurde, erlangte sofortigen Ruhm als das süße junge Mädchen, das die Zuschauer in Angst und Schrecken versetzte, nachdem es in den Fernseher gezogen worden war. Vielleicht hat sie die Rolle sogar ein wenig zu gut gespielt, obwohl O'Rourke nach ihrem Drehbuch als Carol Ann eine beeindruckende Liste von Titeln vorweisen konnte, blieb sie in den Köpfen der Öffentlichkeit mit der Serie verbunden und war eine der wenigen Mitglieder der Originalbesetzung, die bis zum Abschluss der Filmreihe mit Poltergeist 3 von 1988 dabei blieben. Wenn ihr den letzten Film gesehen habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass Heathers Wangen sehr geschwollen aussahen, und obwohl die Zuschauer es damals nicht wussten, war dies eine Reaktion auf die Medikamente, die sie gegen Morbus Crohn einnahmen, der bei ihr fälschlicherweise diagnostiziert worden war. Die Tragödie ereignete sich am 1. Februar 1988, als Heather im zarten Alter von 12 Jahren einen Herzstillstand erlitt, während sie sich einer Operation wegen eines Darmverschlusses unterzog. Tui Chung wurde vor allem durch ihre Rolle als gelber Ranger in Power Rangers der Film bekannt, doch im Gegensatz zu vielen anderen Schauspielern, die im Genre Fernsehen anfingen und auch dort blieben, schien sie nicht in Gefahr zu sein, typisiert zu werden. Chung stürzte sich sofort in die Filmindustrie und erhielt Rollen in zwei Filmen, die 1996 veröffentlicht wurden, das düstere Drama The Crow – Die Rache der Krähe und die Leslie Nielsen-Komödie Agent 00 mit der Lizenz zum Totlachen. Chung hatte eindeutig genug Talent, um in einer Vielzahl von Genres zu arbeiten, doch leider hat sie nie die Chance gehabt, dieses Potenzial voll auszuschöpfen. Sie kam 2001 im Alter von 27 Jahren bei einem Autounfall ums Leben, nachdem der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und es über eine Leitplanke auf der Interstate 5 in Kalifornien stürzte. Die Rettungskräfte versuchten, Chung ins Krankenhaus zu bringen, doch sie starb noch unterwegs an den Folgen ihrer schweren inneren Verletzungen.
Taylor Negron, einer der ultimativen That-Guy-Darsteller Hollywoods, hat eine wirklich beeindruckende Liste klassischer Filmrollen zusammengestellt, ohne jemals ein bekannter Name zu werden. Obwohl er meist nur wenige Augenblicke auf der Leinwand zu sehen war, wurde Negron mit seiner trockenen Art zum Liebling der Filmfans in den 80er Jahren und zu einer herausragenden Figur in Filmen wie Ich glaube, ich stehe im Wald und Lenny dreht auf. Später in seiner Karriere hatte Negron denkwürdige Auftritte in Fernsehserien wie Seinfeld und Friends, und so unterhaltsam er auch auf dem Bildschirm sein konnte, so interessant war er auch hinter den Kulissen. Neben seiner schauspielerischen Tätigkeit war Negron ein gefeierter Schriftsteller, der unter anderem eine Sammlung von Kurzgeschichten veröffentlichte, sowie ein ausgebildeter Maler, dessen Werke in zahlreichen Galerien ausgestellt wurden. Er war erst 57 Jahre alt, als er Anfang 2015 nach einem Kampf mit Leberkrebs starb. Nachdem er sich als professioneller Wrestler einen Namen gemacht hatte, wagte Rowdy Roddy Piper den Sprung auf die Leinwand, vor allem durch seine Hauptrolle in dem Kultklassiker Sie leben von 1988. In diesem Kultklassiker von John Carpenter kämpfte Piper gegen eine geheime Invasion von Außerirdischen und prägte dabei einen unvergesslichen Spruch. I have come here to chew bubblegum and kick ass, and I'm all out of bubblegum. Pipers knochenharte Arbeit in diesem Film gab den Ton an für eine rege Hollywood-Karriere voller B-Movie-Rollen und kleiner, aber unvergesslicher Auftritte in Fernsehsendungen wie It's Always Sunny in Philadelphia. Sowohl auf der Leinwand als auch im Ring gab Piper alles, was er konnte. Oftmals wertete er sonst vergessene Inhalte auf und war stets die denkwürdigste Komponente eines Projekts, in dem er mitwirkte. Er starb 2015 im Schlaf, nachdem er eine Lungenembolie erlitten hatte, die einen Herzinfarkt auslöste. Von der Kritik verrissen und an den Kinokassen so gut wie ignoriert ist Rocky V unbestreitbar der am wenigsten geliebte Film von Sylvester Stallones langjährigem Boxer-Franchise. Wenn man jedoch einen genauen Blick auf die kitschigeren Elemente wirft, kann man die Umrisse einer wirklich bewegenden Geschichte über einen ehemaligen Schwergewichtschampion erkennen, der pleite geht, seine Fähigkeit zu boxen und beinahe seine Beziehung zu seinem Sohn verliert. Um die Geschichte zu erzählen, holte Stallone seinen eigenen 14-jährigen Sohn Sage ins Boot, der die Rolle des Robert Rocky Jr. Balboa in dem Film spielte und die Zeit des jungen Stallone am Set hinterließ eindeutig einen positiven Eindruck. Nach dem College setzte Sage seine Arbeit in der Branche in kleinen, unauffälligen Projekten fort und machte neben seinem Blockbuster-führenden Vater eine eigene Karriere. Leider verstarb Sage am 13. Juli 2012 im Alter von nur 36 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts, der durch eine koronare Herzkrankheit ausgelöst wurde. Lange bevor er mit den Geheimnissen der Dino-DNA einen unglückseligen Vergnügungspark gründete, war Richard Attenborough bereits ein erfolgreicher und preisgekrönter Schauspieler. Attenborough spielte die Hauptrolle an der Seite von Steve McQueen in Gesprengte Ketten, der inmitten einer arbeitsreichen Periode veröffentlicht wurde, die einige seiner meistgesehenen Arbeiten umfasste. Außerdem gewann er 1967 und 1968 zwei aufeinanderfolgende Golden Globe Awards für seine Hauptrollen in Kanonenboot am Yangtze Kiang und Dr. Doolittle. An Höhepunkten in Attenboroughs Karriere mangelt es natürlich nicht und Fans von Filmklassikern dürften mit seinen Werken durchaus vertraut sein. Jüngere Kinobesucher haben jedoch ihre eigenen Erinnerungen an Attenborough dank seines Auftritts als John Hammond, dessen Ehrgeiz zur Entstehung von Jurassic Park führte. Dieser Blockbuster machte ihn für eine ganz neue Generation berühmt, aber es ist nur ein kurzes Kapitel in einem Leben mit vielen großen filmischen Leistungen, das am 24. August 2014 im Alter von 90 Jahren endete. Kinder der 70er und 80er Jahre und wirklich jeder, der die klassischen Sitcoms dieser Ära mag, wird sofort den unsterblichen Spruch erkennen, den Gary Coleman als liebenswertes Kind in der seit langem laufenden Hit-Sitcom Different Strokes prägte. Colemans zierliche Statur half ihm, während eines Großteils seiner Karriere immer wieder jüngere Charaktere zu spielen und auf dem Höhepunkt seines Ruhmes erhielt er eine Reihe von Film- und Fernsehrollen. Leider waren sein jugendliches Aussehen und seine Körpergröße von 1,80 Meter Nebenwirkungen einer Autoimmunkrankheit der Nieren in Verbindung mit den Medikamenten, die er sein Leben lang einnahm, um die Krankheit zu bekämpfen. Nach dem Ende der Serie Strokes wurde die Arbeit in Hollywood immer schwieriger und hinter den Kulissen musste er sich häufiger Dialysebehandlungen unterziehen und war gezwungen, sich zwei Nierentransplantationen zu unterziehen. Nach einem Sturz in seinem Haus starb Coleman am 28. Mai 2010 im Alter von 42 Jahren an einem Epiduralhämatom. Woher ihr den geschätzten Schauspieler Edward Herrmann kennt, hängt davon ab, ob ihr Musicals, Vampirfilme, medizinische Fernsehserien oder schnell erzählende Mutter-Tochter-Familiendramen bevorzugt. Herrmann ist heute wahrscheinlich am besten für seine Rolle als pompöser, aber warmherziger Patriarch Richard Gilmore in der Serie Gilmore Girls bekannt. Richards trockener Humor und seine ruhige Autorität standen im Kontrast zu der Schlagfertigkeit und dem ständigen Geplänkel, das zwischen seiner Tochter Lorelei, seiner Enkelin Rory und seiner Frau Emily, gespielt von Kelly Bishop, herrschte. Abseits des Bildschirmes standen sich Herrmann und Bishop, die beide eine klassische Ausbildung haben und ihr Handwerk sehr genau beherrschen, besonders nahe. Herrmanns Frau Star, die er 1994 heiratete,
scherzte, Bishop sei eine zweite Frau. In Hermans letzten Monaten lud seine Familie Bishop ein, sich mit ihnen zu verabschieden. Vor seiner längsten Rolle in Gilmore Girls arbeitete Herman regelmäßig im Fernsehen und in Filmen. Für seine Rolle eines Priesters in dem Medizindrama Chefarzt Dr. Westphal wurde er für einen Emmy nominiert und gewann einen für die Anwaltsserie Practice – Die Anwälte. 1982 spielte er Franklin D. Roosevelt in der Verfilmung von Annie, nachdem er den Präsidenten bereits in einer Miniserie und einem Fernsehfilm in den späten 70er Jahren gespielt hatte. Und 1987 spielte er einen Stiefvater aus der buchstäblichen Hölle in dem Vampirfilm The Lost Boys. Herman starb am 31. Dezember 2014 im Alter von 71 Jahren an Gehirnkrebs. In der Netflix-Neuauflage von Gilmore Girls wurde enthüllt, dass Richard ebenfalls gestorben war, was vor allem für Emily große Veränderungen mit sich brachte. Deezer D. war einer der Hauptdarsteller in der medizinischen Erfolgsserie Emergency Room. Als Darren Thompson spielte er während der gesamten 15-jährigen Laufzeit der Serie den Krankenpfleger Mike McGrath, der in 188 Folgen zu sehen war. Wie so oft in realen und fiktiven Krankenhäusern standen auch bei Emergency Room in der Regel die Ärzte und Chirurgen im Mittelpunkt, nicht die Krankenschwestern. Dennoch war Thompson einer der wenigen Schauspieler, die in jeder Staffel auftraten, und seine Anzahl an Episoden machten ihn zum fünftproduktivsten Mitglied der großen Besetzung. Außerhalb von Emergency Room hatte Thompson einige kleine Rollen in Filmen, darunter die Kultkomödie Romy und Michelle, und spielte in Vanilla Ice's Video zu Cool as Ice mit. 1993 spielte er eines der Mitglieder einer fiktiven Rap-Gruppe in dem Dokumentarfilm CB4 und rappte auch in Wirklichkeit. Er veröffentlichte mehrere Platten, darunter das Album Delayed But Not Denied im Jahr 2008 und schrieb bis zu seinem Tod weiter Songs. Sein letzter Track, History Can't Be Stopped, wurde posthum veröffentlicht. Thompson bekam um 2008 herum Probleme mit dem Herzen und erzählte Radar Online im folgenden Jahr, dass er an wiederkehrenden Lungenentzündungen und Herzversagen litt. Es wurde festgestellt, dass er eine undichte Herzklappe und eine erweiterte Aorta hatte, die 2009 operativ behandelt wurde. Laut Deadline wurden in den nächsten 10 Jahren weitere Operationen an seinem Herzen durchgeführt. Thompson starb am 7. Januar 2021 im Alter von 55 Jahren an einem vermuteten Herzinfarkt. Catherine Houston war bereits über 50, als sie Mitte der 1990er Jahre begann, im notorisch jugendzentrierten Hollywood zu arbeiten. Sie hatte 1980 mit der Schauspielerei begonnen, nachdem sie festgestellt hatte, dass sie es verpasst hatte, ihre Träume zu verwirklichen. Trotz ihres späten Starts baute Houston eine Karriere auf, indem sie einmalige, aber stets denkwürdige Charaktere in erfolgreichen Fernsehserien spielte. Sie spielte unter anderem in Emergency Room, Hinterm Mond gleich links, Seinfeld, Roseanne, Die Nanny, Frasier, Buffy der Vampirkiller und Akte X, um nur einige zu nennen. Später fügte sie dieser Liste noch Will & Grace und Grey's Anatomy hinzu. Kurz gesagt, egal welche Erfolgsserie der 90er und Nullerjahre ihr nennt, Houston war wahrscheinlich in ihr zu sehen. Ihr denkwürdigster Gastauftritt war die Rolle einer Frau, die in Staffel 1 von Scrubs eine Behandlung wegen Nierenversagens ablehnte. Die Folge Meine Lieblingspatientin ist bei den Fans sehr beliebt, was nicht zuletzt an Houstons Auftritt lag. Unfortunately, we don't really have a choice. Well, actually, I do have a choice. Certain things you never expect to come out of a person's mouth. I think I'm ready to die. Neben diesen Gastrollen hatte Houston auch feste Rollen in zwei großen Serien. Sie spielte die stählerne Sekretärin von Martin Sheens Präsident Bartlett in zwei Staffeln von The West Wing, wo sie ihr Talent für rasantes Drama und Komödie kombinierte, und die neugierige, aber gelegentlich hilfsbereite Nachbarin Karen McLusky in Desperate Housewives. Houston wurde 2001, dem Jahr, in dem Meine Lieblingspatientin ausgestrahlt wurde, erstmals wegen Lungenkrebs behandelt. Sie unterzog sich während der Dreharbeiten zur letzten Staffel von Desperate Housewives einer Behandlung, die in den Handlungsbogen ihrer Figur eingearbeitet wurde. McLusky starb im Finale der Serie. Houston starb zwei Wochen nach der Ausstrahlung dieser Folge am 2. Juni 2012 im Alter von 72 Jahren. Der Lebenslauf von Hugh Dane liest sich wie eine Liste der besten Sitcoms der 90er und frühen Nullerjahre. Er spielte zwei verschiedene Charaktere in Der Prinz von Bel-Air, trat in einer Episode von Martin und mehreren Episoden von Rock auf. Er hatte kleine Rollen in Friends, Sister Sister, Alle hassen Chris und New Girl. Im Dramabereich spielte er einen Richter in einer Folge von The West Wing. Außerdem hatte er kurze Auftritte in den Comedy-Filmen Meine Frau, Unsere Kinder und ich und Brautalarm. Am meisten in Erinnerung bleiben wird Dane jedoch für seine Rolle als Hank, der permanent unbeeindruckte Sicherheitsmann in Das Büro. Er spielte in 22 Episoden des NBC-Hits über das Innenleben und die lächerlichen Machenschaften in einer Papierfabrik in Scranton, Pennsylvania. Dane starb im Alter von 75 Jahren am 16. Mai 2018. Nach seinem Tod beschrieb ihn sein Das Büro-Co-Star Rainn Wilson als einen der ganz Großen. So ein freundlicher, witziger und talentierter Mensch.
Am 1. Januar 2021 twitterte die NBC-Streaming-Plattform Peacock ein Video einer nie ausgestrahlten Auftaktszene, die Dane gewidmet war. Es zeigte einen von Jims raffiniertesten Streichen gegen seinen Erzfeind Dwight, in dem Dane als Morpheus aus Matrix auftrat. If the blue pill's not safe to swallow, someone should tell us now. Kenny Baker hat eine der beliebtesten Figuren in einer der populärsten Filmreihen aller Zeiten verkörpert. Ohne Kostüm würde man ihn jedoch nicht in dieser Rolle erkennen. Baker ist nämlich vor allem für die Rolle des R2-D2 bekannt, des mutigen und schelmischen Star-Wars-Droiden. Er wurde mit Zwergenwuchs geboren, wobei es nicht nur seine Größe war, die ihn perfekt für die Rolle machte. Seinem Nachruf in der New York Times zufolge war er der einzige Mensch, der klein genug war, um in das Kostüm zu passen und der auch stark genug war, es zu bewegen. Es war hilfreich, dass Baker schon seit Jahren in der Unterhaltungsbranche tätig war. Er sang, tanzte, spielte Instrumente, war Clown und lief Schlittschuh in verschiedenen Tourneetheatern. Dem Guardian sagte er: "Es gibt bestimmte Bewegungen in Nahaufnahmen, die nur ich überzeugend ausführen kann. Es geht darum, R2-D2 eine Persönlichkeit zu geben und das kann CGI nie wirklich erreichen." Neben R2 spielte Baker auch einen Ewok in Die Rückkehr der Jedi-Ritter an der Seite seiner Frau und Schauspielkollegin Eileen. Doch die pelzigen, gewalttätigen Bewohner des Dschungelplaneten Endor machten dank der muffigen Kostüme weniger Spaß beim Spielen als beim Zuschauen. Es lag nicht nur daran, dass sie heiß waren. Wenn die Köpfe beschlagen waren, konnte man nicht mehr aus ihnen heraussehen. Das letzte Mal spielte Baker R2 in Die Rache der Sith, obwohl er bei Das Erwachen der Macht als Berater fungierte. Er trat auch in vielen anderen Filmen und Serien auf, darunter Flash Gordon, Time Bandits und Amadeus. Er starb im Alter von 81 Jahren am 13. August 2016. Wenn ihr zu den Millennials gehört, die mit dem Wunsch aufgewachsen sind, einen eineiigen Zwilling zu haben, mit dem ihr euer Leben tauschen könntet, dann erinnert ihr euch wahrscheinlich am besten an Natasha Richardson für ihre Rolle als extrem coole Modedesignermutter in dem von Lindsay Lohan angeführten Remake von Ein Zwilling kommt selten allein. Das war Richardsons prominenteste Rolle auf der Leinwand, doch hatte sie auch eine beachtliche Bühnenkarriere. Sie begann mit einer Tourneeversion von The Seagull, die im Londoner West End endete, wo Richardson ihrer Mutter, der berühmten britischen Schauspielerin Vanessa Redgrave, gegenüberstand. Fernsehfans kennen Vanessa Redgrave vielleicht am besten durch ihre Rolle als Dr. Erica Norton in Nip Tuck an der Seite von ihrer anderen Tochter und Natashas Schwester Jolie Richardson. Jolie dürfte den Fans auch aus der Ein Zwilling kommt selten allein Ära als Anita in der Realverfilmung von 101 Dalmatiner aus dem Jahr 1996 bekannt sein. Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, war Natasha Teil einer Schauspielerdynastie. Ihr Großvater Sir Michael Redgrave, Vanessas Vater, war berühmt für Tragödien. Natashas Tante Lynn Redgrave, Vanessas Schwester, war ein Oscar-nominierter Theater-Superstar. Der Bruder von Lynn und Vanessa, Corin Redgrave, vervollständigte die Familie als Bühnenschauspieler und Stückeschreiber. Natasha lernte den Schauspieler Liam Neeson kennen, als sie sich in einer Broadway-Produktion von Anna Christie gegenüberstanden. Für diese Rolle wurde sie für einen Tony nominiert und die beiden heirateten später und bekamen zwei gemeinsame Söhne. Natasha starb am 18. März 2009 plötzlich an den Kopfverletzungen, die sie sich bei einem Skiausflug zugezogen hatte. Sie war 45 Jahre alt. In einer Serie, die aus ihren sechs Hauptdarstellern Superstars machte, schaffte es James Michael Tyler, sich als eine der denkwürdigsten Nebenfiguren zu behaupten. Er spielte in allen 10 Staffeln von Friends den Coffeeshop-Manager Gunther und trat in insgesamt 150 Episoden auf, obwohl er in den ersten 33 Episoden keinen einzigen Satz hatte. Tyler bekam die Rolle ursprünglich, weil er wusste, wie man die schicke Espressomaschine am Central Perk Set bedient. Da er sich selbst nicht allzu ernst nahm, spielte er nach Friends sich selbst in der Satire-Serie Episodes, in der diese Version von Tyler ein etwas peinliches Wiedersehen mit Matt LeBlanc erlebte, der Joey in Friends verkörperte und ebenfalls sich selbst spielte. Tyler liebte die Erfahrung, in Friends mitzuspielen, obwohl es einen Nachteil gab. Wie er Digital Spy erzählte, wurde er mit sehr markanten blonden Haaren gecastet, was seiner Figur noch mehr Mystik verlieh. Aber es war ursprünglich das Ergebnis eines Experiments, das er einen seiner Freunde durchführen ließ, was zu wöchentlichen Blondierungen über 10 Jahre hinweg führte. Im Jahr 2018 wurde bei Tyler Prostatakrebs diagnostiziert, was er aber erst im Juni 2021 bekannt gab. In diesem Monat gab er in einem Interview mit NBC bekannt, dass der Krebs das vierte Stadium erreicht hatte, was bedeutete, dass er sich auf andere Teile seines Körpers ausgebreitet hatte. Er starb nur wenige Monate später, am 24. Oktober 2021. Richard Griffiths, ein altgedienter Bühnen-, Film- und Fernsehschauspieler, ist einem breiten Publikum durch seine Darstellung von Harry Potters Onkel Vernon Dursley bekannt. Obwohl Dursley zumeist grausam zu dem jungen Zauberer war, gehörte er dennoch zu Harrys Familie und er trug letztlich dazu bei, zu beweisen, dass der Junge, der überlebte, ein goldenes Herz hatte, weil er sich immer noch um den Onkel kümmerte, der ihn schlecht behandelte. Außerhalb der Harry Potter-Reihe gewann Griffiths im Laufe seiner vielseitigen Karriere eine ganze Reihe von Preisen. Besonderen Beifall erntete er für seine Darstellung des Englischlehrers Douglas Hector in dem Stück The History Boys. Außerdem spielte er in einer Reihe von Projekten mit, darunter Superman 2,
Gandhi, Sleepy Hollow, King Ralph, Hugo, Fluch der Karibik, Fremde Gezeiten und Per Anhalter durch die Galaxis. Griffiths verstarb am 28. März 2013 im Alter von 65 Jahren an Komplikationen, kurz nach einer Herzoperation. Brad Renfro wurde im Alter von 11 Jahren durch seine Rolle in Joel Schumachers Verfilmung des Buches Der Klient von John Grisham berühmt. Es folgten schnell hochkarätige Rollen und Renfro spielte in Sleepers an der Seite von Brad Pitt, in The Informers mit Kim Basinger und in Ghost World an der Seite von Scarlett Johansson. Doch während sein Stern auf der Leinwand weiter aufstieg, musste Renfro hinter den Kulissen einen dunkleren Weg einschlagen, der ihn schließlich das traurige Schicksal vieler Kinderschauspieler erfüllen sollte. Er stürzte in ein Leben mit Drogen und Ärger mit dem Gesetz. Nachdem er versucht hatte, von einem verdeckten Polizeibeamten in Los Angeles Drogen zu kaufen, bekannte sich Renfro des versuchten Besitzes von Heroin schuldig und verbrachte 10 Tage im Gefängnis. Am 15. Januar 2008, im Alter von 25 Jahren, fand Renfros turbulente Geschichte ein tragisches Ende, als er in seiner Wohnung in Los Angeles an einer versehentlichen Überdosis Heroin und Morphium starb. Dana Plato spielte Kimberly Drummond in der langjährigen Erfolgsserie Different Strokes. An der Seite des Kinderstars Gary Coleman und Todd Bridges katapultierte sie sich in kürzester Zeit zum Star. Um mit dem zunehmenden Druck des Ruhms fertig zu werden, konsumierte Plato abseits des Sets häufig Kokain und Marihuana. Erst als sie schwanger wurde, entließ der Sender sie aus ihrem Vertrag, was sie in eine Talfahrt aus Drogen und Alkohol stürzte, zu der auch Arbeiten in Erotikfilmen und ein Auftritt im Playboy-Magazin gehörten. Später zog sie nach Las Vegas, wo sie aus Geldnot einen Laden für weniger als $200 ausraubte und von dem Entertainer Wayne Newton aus dem Gefängnis befreit wurde. Sie starb im Alter von 34 Jahren am 8. Mai 1999 in ihrem Wohnmobil in Oklahoma, nachdem sie eine tödliche Dosis Lortab und Valium genommen hatte. Skye McColl-Bartusiak, die vor allem durch ihre Rolle als Mel Gibsons Tochter in dem Blockbuster Der Patriot bekannt wurde, war eine Kinderdarstellerin mit einer vielversprechenden Zukunft. Ihr Filmdebüt gab sie 1999 in Gottes Werk und Teufels Beitrag und spielte 2001 neben Michael Douglas und Brittany Murphy in Sag kein Wort. Außerdem spielte sie 2006 in dem Film Kill Your Darlings mit True Blood-Star Alexander Skarsgård. Leider war Bartusiaks Leben hinter den Kulissen nicht so glamourös, wie die Fans vielleicht angenommen hatten und beinhaltete einige gefährliche Drogengewohnheiten, die schließlich dazu beitrugen, dass sie 2014 eine versehentliche Überdosis hatte. Laut Bartusiaks Mutter litt der junge Star vor ihrem Tod an epileptischen Anfällen, weshalb die Familie zunächst glaubte, sie sei erstickt, bevor die Gerichtsmedizin die tragische Wahrheit ans Licht brachte. Bevor er seinen großen Durchbruch hatte, wurde Michael K. Williams immer wieder als eindimensionaler Verbrecher dargestellt. Er war ein junger Schwarzer in einer weißen Branche, die es nicht verstand, vielfältige Geschichten über Menschen zu erzählen, die wie er aussahen. Außerdem hatte er eine markante Narbe im Gesicht, die von einem Angriff mit einem Rasiermesser stammte, etwas, mit dem Hollywood ebenfalls nichts anzufangen wusste. Der große Durchbruch gelang Williams mit der Rolle des Omar Little in The Wire, einem bewaffneten Räuber, der es auf Drogendealer abgesehen hat und der gefürchtetste Mann in einem von Gewalt beherrschten Gebiet ist. Doch Little war kein Abklatsch dieser früheren Figuren. Zum einen war er offen schwul und das in einer homophoben Gesellschaft, die schwule Männer als schwach verhöhnte. Zum anderen war er dafür bekannt, dass er einen Teil seiner unrechtmäßig erworbenen Gewinne an Menschen in seiner bedürftigen Gemeinschaft spendete. Nachdem er Omar gespielt hatte, erhielt Williams Rollen in mehreren renommierten Serien, darunter das Krimi-Drama The Night Of, When We Rise über die schwule Bürgerrechtsbewegung und eine wiederkehrende Rolle als Gauner im Prohibitionsdrama Boardwalk Empire. In Community konnte er sogar seine Comedy-Fähigkeiten unter Beweis stellen. 2019 war er in Ava DuVernay's When They See Us zu sehen, als Vater eines der zu Unrecht angeklagten Central Park 5. Im Jahr 2020 wurde er für seinen 5. Emmy für die HBO-Serie Lovecraft Country nominiert. Williams starb am 6. September 2021 im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Überdosis Drogen, wie später bestätigt wurde. Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, Probleme mit Sucht oder Suchtverhalten habt oder hat, gibt es Hilfe bei der bundesweiten Sucht- und Drogenhotline unter der Telefonnummer 01806 31 30 31.